Willkommen zu Nörden zum Spiel. Ja, wir sind wieder in MacWarrior unterwegs. Der Demon, der mir wie immer ein bisschen hilft. Also helfen würde ich das jetzt nicht nur. Boah. Guckst immer, wo ich hin muss, was für Gegner da sind, wie die schon beschädigt sind. Das ist ja praktisch nur Zuschauen und Informationen geben. Ja. So, wir gucken jetzt erstmal nach den Max. Eigentlich müsstest du auch nur zwei reparieren, dann hättest du schon genug, aber du willst alle reparieren, die du kannst. Ja, es ist nicht so viel. Wie sieht's hier aus? Dann kann ich auch alles reparieren. Ja. Na, wird der Spider wahrscheinlich auch nur reparieren. Na, so haben wir 5 Stück. Das schickt erstmal, weil ich noch nicht so genau weiß, was ich jetzt machen muss. Lassen wir es erstmal dabei. Und jetzt soll ich mit Rainer sprechen. New contract just came in, Commander. But before I get to that, I've been digging for more information on the mercenary group that came after us. Black Inferno are a very nasty piece of work. Not that we didn't already know that. By every account, they operate without regard to civilian rights and protection, raiding and pillaging at will, more like pirates than mercenaries. Okay. They're also extremely evasive. I see them pop up on the mercenary review board's records from time to time, but not with enough frequency to justify their size, wealth, or sheer power. It also makes tracking their movements extremely difficult. I'll keep searching and see what more I can find. Spears said he'll do the same. Good. We all want our pound of flesh from these bastards. So, what about this new contract? Yeah, could be interesting. Seems a group of indentured employees, part of the Apex Mining Syndicate, are being taken advantage of and are suffering under horrendous working conditions. In an attempt to force the syndicate to the bargaining table, the workers want us to inflict some serious damage on 2 of the syndicate's more critical mining installations. They believe the only language these people understand is the almighty Seabill. It's hard to argue with that logic. Sounds like a noble cause. Maybe, but they're ready and willing to pay for our services, and we could use some more Seabills ourselves. I've filed the mission briefing already. You just need to sign off on the operation and get us where we need to go. Copy that. Was musst du machen? Ich muss jetzt hier hin. Und Sachen zerstören. Oder wie? Und Sachen zerstören. Was? Puh, das ist aber ein ganz schöner Weg. 62 Tage und 400.000. Ja. Dann reisen wir erstmal hier hin. Wieso, wenn du wahrscheinlich am Stück reist, dann könnte es sein, dass es ein bisschen billiger ist. Aber da willst du die Mets reparieren. Richtig. Dann ist der Rest, das restliche Reparieren dann vielleicht ein bisschen billiger. Ja, die sind eh schon alle repariert. Nee, die 2 roten sind noch nicht repariert. So. Der ist noch nett. Spider 5V und Javelin 10N. Klasse. Da kann ich aber nichts machen. Wieso? Weil der auf dem Planet sowas nicht geht. Was ist mit dem Planeten, wo du hin musst? Ist auch nicht in der roten Zone. Doch. Nee. Stimmt. Guck, haben wir jetzt auch nichts verbraten. Dann reisen wir mal dahin. Das hat natürlich jetzt ordentlich Geld gekostet. So, wie hast du denn auf dem Weg von da jetzt nach dahin bezahlt? Nochmal 350.000. Also insgesamt 400.000? Ja. So.
macht aber auch Konflikt sauer. Nee, den lässt er. Das lassen wir jetzt erstmal. Machen wir das weiter? Wir gucken uns erstmal, was wir hier finden. Zwei Contracts. Ja. Ja, das ist das. 17. 17. Ist aber auch großzügig bezahlt. Mach. Ja, das soll wohl nicht ganz so. Jetzt kannst du auch 200 Tonnen nehmen. Ja. Warte, welcher Lokus ist besser? Der 1er oder der 3er? Ja, Mist. Wen haben wir denn jetzt? Waters, Freeman? Ja, die werden ja schon angezeigt. Ja. Wo wird das angezeigt? Achso! Bay 2, Bay 3, stimmt. Ja, Lindsay ist besser. Ja. So. Zwei Medium-Laser und zwei Maschinen-Guns. Ein Medium-Laser. Nimm mir den da. Ja. Aber dafür hat der wahrscheinlich weniger Panzer drin. Ja, müssen trotzdem gucken, wie wir das jetzt hinbekommen. Aber 17, das muss doch schwer sein. Gucken wir mal. So, 84, 85. 87. Aber wenn wir jetzt 12 Salvage Shares haben, kriegen wir vielleicht einen guten Mac. Kommt drauf an, ob es da auch gute Macs. Also kommt drauf an, ob bei den Salvage auch gute Mac-Teile dabei sind. Also gute Mac. Ja, es könnte ja sein, dass du dann vielleicht einen Locus bekommst, den du schon hast. Ich gehe davon aus, dass es was Größeres gibt. Bei der Schwierigkeit? Ja, denke schon. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. I suspect you're going to enjoy this one, Commander. I've marked on your map the two structures you need to destroy. Take them out, along with any enemy forces in the area. Then meet me at the extraction point. Good luck. Wieder mitten im Schlachtfeld gelandet. Oh, ist erstmal nur einer. Ja, sind zwei rein theoretisch näher. Aber jeder lag jetzt irgendwie
hier in dem Weg. Got another one. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Da ist ein Mac. Nee, ich hätte gerne irgendwas Größeres. Da ist ein Mac, irgendwo ist ein Mac. Wo ist er? Da vorne. Target acquired. Shadow. Den willst du haben. Ja. Also meine anderen Leute sehen doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Ich weiß nicht, es sind immer noch am meisten Schaden bekommen. Windschaden am wenigsten. Was ab. Destroyed.
destroyed. Ja, mit dem kommen wir wahrscheinlich nicht Target down. So. Durch das Tal durch. Viel weiter rechts ist er nicht mehr. Wenn ich über den Berg drüber laufen muss, schaffe ich nicht. So, ist das gleich. Ja. Gucken, inwieweit der. So, bloß da ist ein tiefes Tal dazwischen. Ist es. Ich kann jetzt auch noch ganz breit springen, dann geht es wieder hoch. Ja, springen will ich aber nicht. Weil das macht ja wieder Schaden. Ich kann ja nicht springen, ich fall ja. Ich habe ja keine Jump Shots. Was? So, da müsste ich da wieder hochkommen. So, Waters Linse ist noch einigermaßen ganz. Freeman hat ganz gut was abgekriegt und ich habe ein bisschen was abgekriegt, aber. Pack it up, Commander, before more enemies arrive. Target. Yeah! So! Mal sehen, was du bekommst. Ja, ich bin auch gespannt. Mit 12 Salvage solltest du eine Menge bekommen. Wenn da keine Mechs sind. ...586, das ist schon mal nicht schlecht. Es gibt keinen Mech. Eine AC von Frostfire, zweiter Stufe. Ich hab doch dein Centurion und so nach so
doch eins. Das ist aber nicht das Richtige, weil du brauchst ein V. Das ist ein V. Ja. Na gut, ich habe trotzdem mehr verdient, als die Reparaturen mich kosten. Oh, und ich krieg hier noch eine SM4 und einen Large Laser. Large Laser, 2. Stufe. Weißt ja. du schon. Was mit der SM4? Auch. Auch, ja. Und nochmal extra Geld. Na, jetzt hat sich das noch nicht so viel gekostet. So. Dann gerade nochmal hoch. Der Max reparieren. Da ist sonst nichts. Na, da hat es keine Waffe erwischt, das habe ich gesehen. Ja. Du kannst die AT5 Burst Fire austauschen durch die der 2. Stufe. Willst du das? Ja. Oh. Ich hätte ihn vielleicht auch noch reparieren sollen. Na gut, müssen wir warten, bis es fertig ist. Ah, oh, 2 mit dem Laser. Rüstung verloren. So. Dann gucken wir jetzt mal. Ja, guck, der braucht die V. Gibt's aber hier nicht. Leider. Was ist mit dem Rest? Also was ist mit dem anderen Mac, mit der anderen Spider? Der braucht noch sehr viel mehr Jump Jets. Nee, der braucht genauso viele. Beide brauchen 4. Der andere braucht doch nur 2. Nein, der hat den Sender Torso und im Bein. Oh, stimmt. Ja. Na, aber dazu musst du erst mal die nötigen Items sammeln. Ja. Gut, den nehme ich nochmal raus. Okay, und dann machen wir hier das nächste Mal weiter.